Schönen guten Tag, herzlich willkommen auf Bühne 6 zur Media Convention. Herzlich willkommen zur. Ja, man kann schon klatschen, sehr gerne. Herzlich willkommen zur Session, wie Wissen im Netz funktionieren kann, Terra X bei YouTube. Diese Session ist etwas Besonderes, denn sie wird als großes Q&A quasi funktionieren. Sie sind alle herzlich von Anfang an eingeladen, Fragen zu stellen, zu kommentieren, Anmerkungen zu machen. Wir haben Mikrofone im Saal, die sind auch relativ schnell bei Ihnen. Eine Bitte, warten, bis das Mikrofon bei Ihnen ist, denn diese Session wird live gestreamt und sonst versteht man sie im Stream nicht. Zwei schnelle Anmerkungen noch. Der Hashtag ist MCB18, da können Sie auch mit diskutieren. Und if you don't speak German, there are translation devices right in the back at the door. Everything will be translated into English. Ja, wir haben, wie der Titel schon sagt, das Team quasi von Terra X da und ich stelle sie kurz vor. Neben mir sitzt die Leiterin der Redaktion von Terra X, Friederike Hedicke. Schön, dass du Hallo. Da bist. Herzlich willkommen. Daneben, ihr kennt ihn alle, man muss ihn eigentlich gar nicht groß vorstellen, ich tue es trotzdem, Mirko Deutschmann, natürlich Mr. Wissen to go, aber auch Geschäftsführer, deswegen sitzt er heute unter anderem hier, Geschäftsführer von Objektiv Media GmbH. Schön, dass du da bist. Zu ihm sage ich gar nichts, wir wissen alle, wer er ist, was er kann. Herzlich willkommen, Professor Harald Lesch. Hallo. Und wir legen direkt los, erstmal mit einem kleinen Input. Friederike, du erzählst uns erstmal ein bisschen, was ihr da eigentlich auf YouTube macht. Ne? Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, so zahlreich gekommen seid. Wie Wissen bei YouTube funktionieren kann, da geht es darum, am Beispiel Terra X. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen Terra X, ist eine der traditionsreichsten Marken im deutschen Fernsehen, wahrscheinlich der bekannteste Dokumentationssendeplatz. Uns gibt es wahnsinnig lange, beginnt 1982, also Terra X ist älter als wahrscheinlich der durchschnittliche Besucher auf dieser Veranstaltung. Unsere Themen sind vor allem Geschichte, Archäologie, auch viel Wildlife, zunehmend auch Umweltthemen. Alles Themen, die im besten Sinne alterslos sind, das heißt junge und alte, ältere Zuschauer interessieren können. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass die jüngere Zielgruppe im Fernsehen tendenziell eher abnimmt. Deshalb sind wir seit 2-3 Jahren auch verstärkt im Netz unterwegs. Natürlich mit den klassischen Säulen. Wir haben unseren Facebook-Auftritt stark ausgebaut. Wir haben einen Instagram-Account und wir haben 2 YouTube-Kanäle eröffnet, weil eines unserer Hauptgeschäfte mittlerweile darin besteht, Webvideos zu produzieren. Warum wir das machen, liegt auch auf der Hand, weil die User das wollen. Natürlich haben wir eine Mediathek, die ist toll. Unsere Videos sind da auch stark nachgefragt. Aber zunehmend wird an uns herangetragen, geht zu YouTube. Das ist unsere Welt, in der wir auch drinbleiben wollen. Und vor allem, das ist die Welt, in der wir mit euch kommunizieren können, in der wir Kommentare schreiben können, euch, uns eure Meinung mitteilen. Das ist der Grund, warum wir hingegangen sind. Wir unterhalten 2 große Kanäle. Der erste ist Terra X, Lesch & Co. mit dem bekannten Host Professor Dr. Harald Lesch. Das ist ein Kanal, der uns sehr überrascht hat in seiner Performance, weil er wirklich ganz grandios läuft. Ein paar Zahlen müssen immer sein. In den letzten 2 Jahren haben wir ungefähr 300.000 Abos eingesammelt und 27 Millionen Views. Das freut uns sehr. Noch mehr freut uns aber, dass so viele User auf diesem Kanal mit uns sprechen wollen. Wir haben eine sehr, sehr hohe Kommentarfolge, auch kluge Kommentare, interessierte Kommentare, die Herr Lesch dann dankenswerterweise auch aufnimmt und in separaten Videos auch beantwortet. Ich zeige Ihnen mal, was wir da tun in einem kleinen Einspieler. Den würde ich bitten, abzuspielen. Wollen Sie die blaue Pille? Und Sie wachen morgen früh auf und glauben wieder ganz unbeschwert, alles wäre Realität? Oder nehmen Sie die rote Pille und ich zeige Ihnen die Matrix. Du musst jetzt ganz ruhig und vorsichtig sein. Ja.
Feuerwerk. Wir müssen eine Party feiern. Ja, ja, ja. Erde ist eine Kugel. Punkt. Glaubt's halt einfach mal. Leute, das ist mega cool. Guckt euch das an. Flasch der Zukunft. Achtung, hier spricht die Polizei. Kennen Sie jemanden, der verhaftet worden ist, weil er eine Bierflasche in der Hand hielt? Kann es Gott aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt geben? Immerhin, das wissen wir. Wir sind Menschen und wir können denken. Denn hier die allgemeine Relativitätstheorie, eine Theorie voller Übergänge. Ganz anders dagegen Quantenfeldtheorien. Und die sagen, alles ist quantisiert. Was haben wir noch? Und die globale Wetterlage und so weiter und so weiter. Es ist also es gibt eine Unmenge von Parametern, die darüber entscheiden, was für ein Phänomen am Himmel entsteht. Ach, wenn ich einen Außerirdischen treffen würde, würde ich ihn doch nicht nach den Naturgesetzen fragen. Das sind die gleichen wie bei uns. Ich würde ihn fragen, was malt ihr für Bilder? Was hört ihr für eine Musik? Bei uns geht es heute um den Doppler-Effekt. Okay, kannst du? Dann go. In den nächsten 10 Sekunden werde ich von ungefähr 100 Teilchen der Weltraumstrahlung beschossen. Oh, der war ganz lang. Das war ein richtiges Geschoss. Diese Tonne ist jetzt voll mit Wasserdampf. Und jetzt kommt da kaltes Wasser oben drüber. Sehr schön, guckt euch das an. Wir haben jetzt eine essbare Alginathülle und drin ist Wasser. Das stelle ich mir jetzt ganz lässig vor. Oh, das funktioniert ziemlich gut. Guckt euch das an. CRISPR hört sich ziemlich knusprig an, hat aber mit knusprig wenig zu tun. Unter dieser mysteriös klingenden Abkürzung steckt eine Methode, mit der man Erbgut, also DNA, zerschnippeln und wieder neu zusammenbasteln kann. Brustkrebs, geheilt und für mich noch längere Beine. Wenn jetzt das Virus noch einmal angreift, geht Cas9 auf Streife mit seinem genetischen Fahndungsfoto, findet die Virus-DNA und zerschneidet sie kaputt. Dass sich eben unsere Vernunft Fragen stellen kann, von denen sie von vornherein weiß, darauf wirst du nie eine Antwort bekommen. Also deswegen würde ich denken, wir sollten da weitermachen. Es war ein kleiner Einblick in Lesch und Co. Wie ihr gesehen habt, sind es viele naturwissenschaftliche Themen. Besonders gut funktioniert es aber, wenn sich Harald Lesch auch einer latenten Aktualität annimmt und das mit wissenschaftlichen Erklärungen dem Zuschauer nahebringt. Besonders erfolgreiche Videos waren das AfD-Programm wissenschaftlich geprüft oder auch die Untersuchung des Dieselskandals. Was ich euch hier gerade gezeigt habe, ist natürlich ein vor allem köpfeorientierter Kanal, der auch darüber funktioniert. Wir haben aber auch noch einen zweiten, Terra X Natur und Geschichte. Der Kanal ist deutlich näher an der Fernsehsendung. Das seht ihr auch an den Bildwelten. Die kennt man eben in ihrer CGI-Gewalt, in ihrer Größe vom Fernsehbildschirm. Auch der Kanal funktioniert interessanterweise, obwohl er nicht auf einen bestimmten Kopf zugeschnitten ist. Da sind wir jetzt seit einem guten Jahr unterwegs, haben da 65.000 Abos, ungefähr 7 Millionen Abrufe. Und auch da haben wir ein paar Ausschnitte mitgebracht. Noch nie gab es so viele Menschen auf der Erde wie zu diesem Zeitpunkt. Und jede Sekunde gibt es 3 Menschen mehr. Wächst die Menschheit weiter so schnell, brauchen wir 2030 2 Erden, um unseren aktuellen Ressourcenbedarf zu decken. Vor 250 Millionen Jahren lag Frankfurt in Nordafrika. Damals mitten in einer Wüste, größer als die Sahara heute. Um sein Reich zu vergrößern, zieht Pharao Ramses II. Gegen die Hethiter in den Krieg. Bei Kadesh kommt es zur Schlacht zwischen den beiden Armeen.
Ramses scheitert beim Versuch, die Stadt zu erobern. Doch zurück in Ägypten verkündet er kurzerhand, er habe gesiegt und lässt den Triumph in Stein meißeln. Vielleicht die älteste dokumentierte Fake News der Welt. Man fand wohl sogar Cannabispollen auf der Mumie Ramses II. Mit den Kreuzrittern findet Cannabis seinen Weg in die Klostergärten Europas. Doch nicht alle Völker lassen sich von den Römern und ihrer Sprache vereinnahmen. Germanen und Schotten wehren sich gegen die Leitkultur aus Rom. Es sind die wohl seltsamsten Gerichtsverfahren in der Geschichte. Prozesse, bei denen sich nicht Menschen vor dem Richter verantworten müssen, sondern Schweine, Hähne und Feldmäuse. Im Mittelalter wurden immer wieder Tiere für vermeintliche Verbrechen wie Diebstahl oder Mord verurteilt und sogar hingerichtet. Auch Flugzeugwracks liegen auf dem Grund der Lagune. Hier eine Mitsubishi G4M Hamaki. An vielen Stellen tritt durch Korrosionslöcher bereits Öl aus. Manche Klumpen verschließen einige der Lecks. Fragt sich nur, wie lange noch. Boah. Ah, schöne Suppe. Jetzt geht's los. So, Leute, das erste Bronzebeil der Geschichte. Schon gut. Fantastisch. Ja, was will man mehr? Bronzezeit, wir kommen. Wenn es Konflikte gibt, dann werden die mit Sex gelöst. Sex und Kuscheln ist nicht nur ein Zeichen von Zuneigung, Gruppenzugehörigkeit, sondern auch, wenn man mal Stress miteinander hat, dann fängt man an, Körperlichkeiten auszutauschen. Auch Stress wird also durch Sex beigelegt. In einem ganz neuen Projekt spürt man Elementarteilchen aus dem Weltraum auf, die die Pyramiden durchdringen, sogenannte Myonen. Das ist absolute Spitzentechnologie. Detektoren messen die Flugbahn der Myonen in der Pyramide. Aus Ablenkung errechneten sie eine 30 Meter lange Anomalie. Ein Hohlraum? Was sie da entdeckt haben, ist noch völlig unklar. Im Juli 2017 wird die verwüstete Stätte befreit. Seither suchen Forscherteams aus aller Welt nach einem gemeinsamen Masterplan für Palmyra. Noch in diesem Jahrhundert will der Mensch zu seiner bislang größten Reise aufbrechen. Sein Ziel ist der Mars. Soweit der kleine Überblick über unser Tun. Ihr seht Terra X Bildwelten verknüpft mit Fragestellungen aus dem Netz und für das Netz. Wir freuen uns über eure Fragen, gerne auch kritische und eure Anmerkungen. Dankeschön. Vielen Dank, Friederike. Genau, einfach den Arm heben und wir kommen. Gerne auch so ein bisschen winken, weil wir können nicht den ganzen Raum ganz genau überblicken. Ich fange aber mit der ersten Frage einmal an. Herr Lesch, vor 2 Jahren hätten Sie gedacht, dass Sie nochmal YouTube-Star werden? Ich habe gesagt, lass mich in Ruhe. Nie im Leben. YouTube, ich bin Mitte 50, hör auf, das ist, habe ich nichts mit zu tun. Ja. Und so ist. Und dann ist es doch gekommen. Warum? Was kümmert mich mein Geschwätz von vor 2 Jahren, kann ich nur sagen. Also inzwischen würde ich sagen, es ist meine... Es ist eine wunderbare Möglichkeit für meinen Hormonhaushalt. Es gibt ja verschiedene Varianten, wie man gesehen hat, wie man mit Stress umgehen kann. Eine davon ist, einen YouTube-Kanal aufzumachen, um sich mal so richtig auch mal manchmal den Frust von der Seele zu reden. Und wenn man dann merkt, das Interessante ist ja, wenn man dann merkt, dass die das Gucken tatsächlich, ich habe ja gar nicht gedacht, dass irgendjemand mich da, oder also, dass jemand da guckt, dass das dann jemand dann guckt und sagt, hey, das ist aber, erzähl doch mal mehr,
Das hätte ich gar nicht so für möglich gehalten. Und dann haben wir es halt gemacht. Und zusammen mit dem Stefan Busse, der entwickeln wir eben Themen, die uns beide vor allen Dingen interessieren. Und dann stellen wir immer häufiger fest, dass wir offenbar dadurch, dass wir nicht so sehr daran, also nicht direkt daran interessiert sind, wie die Community darauf reagiert, sondern vor allen Dingen ein Angebot machen, indem wir uns Themen auswählen, die uns beide interessieren, um dann festzustellen, das interessiert wiederum diejenigen, die das angeguckt haben. Und dann entwickelt sich daraus so ein Ping-Pong-Spiel und das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also das habe ich, ich hatte da am Anfang große Bedenken und bin einfach froh und möchte an der Stelle, falls das schon mal jemand gesehen hat, Danke sagen. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Sitzen Sie dann zu Hause oder im Büro und lesen sich die Kommentare durch? Nee. Wer macht das? Stefan. Und Mirko. Und Mirko, genau. Ja. Mirko, das muss man vielleicht erklären. Du betreust mit deiner Firma die Kanäle. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Genau, das funktioniert sehr gut. Harald hat ja gerade schon gesagt, Stefan Busse ist der Redakteur, der das Ganze mit Harald zusammen inhaltlich vorbereitet. Und sobald der Dreh abgeschlossen ist, machen wir den Rest. Wir produzieren die Videos, betreuen den Kanal, kümmern uns um die Kommentare, sammeln daraus auch Themenvorschläge, die wir dann wiederum weitergeben. Und das funktioniert super. Man kann auch sagen, Harald war eigentlich auch schon vorher ein YouTube-Star, wahrscheinlich ohne, dass du es gewusst hast. Deine Videos haben wirklich hunderttausende Klicks schon, bevor es den Kanal gab, gehabt. Deswegen war es ja eigentlich nur logisch, dass der Kanal dann auch funktioniert hat. Ja, aber ich hatte ja keinen, ich meine, wir haben damals diese Alpha Centauri-Dinger produziert, weil die einfach die hatten kein Programm. Haben die gesagt, komm, eine Viertelstunde, lassen wir den Mann reden und dann ist Idiot. das haben die sich wahrscheinlich auch nicht überlegt damals, was sie damit anrichten. Also ich habe dann natürlich schon gesehen, dass jemand irgendwie diese alten Sendungen da auf den Kanal gesetzt hat, aber ich habe einfach mir nicht vorstellen können, wie groß auch das Interesse daran ist, eine Meinung zu erfahren, um sich damit auseinanderzusetzen. Also nicht nur einfach so Informationen zu bekommen, das ist jetzt so, sondern vor allen Dingen auch eine Meinung zu kriegen und die Meinung soll natürlich möglichst begründet sein. Das habe ich einfach nicht mitgerechnet. Es scheint gut zu funktionieren. Wer möchte aus dem Publikum anfangen? Dann fangen wir hier hinten in der Mitte an. Wir müssen uns, glaube ich, mit dem Mikrofon ein bisschen durchkämpfen. Am besten den jungen Mann einmal ein bisschen Platz machen. Danke sehr. Ja, hallo. Habt ihr viel damit zu tun, dass euch auch Leute kommentieren und die, sage ich mal, aus der Kreationisten-Ecke kommen, aus Flat Earth oder Aluhüte, also ich sag mal, wo wirklich Dinge passieren, die in einem politischen Umfeld ja auch passieren, also Leute, die alles leugnen, alles anzweifeln oder sogar für sich kapern, irgendwelche Themen, habt ihr damit viel zu tun? Ja, absolut. Also eins der erfolgreichsten Videos ist das über die flache Erde, in dem Harald erklärt, dass die Erde eben nicht flach ist. Und trotzdem gibt es da immer noch einige, die das anzweifeln. Und wir haben einige dieser populären, sagen wir mal, alternativen Theorien durchleuchtet. Und da gibt es dann schon ein gewisses Publikum, das sich dann immer wieder drauf stürzt. Aber gerade deswegen ist es auch so wichtig, dass es so einen Kanal gibt, der eben wissenschaftlich fundiert darüber aufklärt. Aber da gibt es schon ordentlichen Gegenwind. Auch das Thema Klimawandel ist ja auch so eins. Ja, klar. Kommt dann ja auch also, mal der ein oder andere Brief. An meiner Tür in der Uni hängt ein Plakat, ich bin ein Erdkugelfaschist. Ach, so ist das. Ich habe trotz wiederholtem und immer wiederwährenden Diskussionen mit Scheibenmenschen immer noch nicht eingesehen, dass die Erde eine Scheibe ist, sondern behaupte nach wie vor felsenfest überzeugt, die Erde sei eine Kugel. Das sei faschistisches Denken, ja, wenn jemand also die anderen, diese Flacherdler unterdrückt und mit seiner Kugelmeinung. Und im Übrigen wäre es ja wohl so, dass die Erde keine Kugel sein könnte, dann wird sie ja wegrollen. Was will man da noch sagen? Und beim Thema Klimawandel kann ich nur sagen, ich habe unlängst mal einen Vortrag gehalten mit dem Titel Ach, lass mich doch in Ruhe mit dem scheiß Klimawandel. Da kamen sehr viele Klimaskeptiker, weil sie gedacht haben, hurra, der Lesch ist jetzt auch auf unserer Seite. Kann ich nur sagen, Stichwort Honigfalle. Es war großartig, die waren stinksauer, einige wollten ihr Eintrittsgeld wieder zurückhaben.
für die Sternwarte in Göttingen. Also ja, es gibt schon jede Menge Herrschaften, die sehr meinungsstark, aber sehr kenntnisarm sind. Und da muss man halt dagegenhalten. Es gibt eben die mit Meinung und die mit Ahnung. Und da muss man halt ein bisschen dagegenhalten. Gut, wir haben hier die nächste Frage vorne. Marina Rejowski. Ist das an? Ja. Marina Rejowski-Jansen vom DLRPT. Mich würde interessieren, wie das Verhältnis zwischen Quote, Sonntag am Vorabend ist, und den Klicks im Netz und ob es Erkenntnisse darüber gibt, über die Wanderungsbewegungen, also kommen YouTuber, setzen sich dann sonntagabends gemütlich hin und gucken im ZDF. Ah, ja, ja, klar. Und gibt es die Wanderungsbewegung vom ZDF zu YouTube? Ich würde es Ihnen gerne pauschal beantworten können, aber es ist wirklich sehr, sehr themenabhängig. Die Illusion, dass es wirklich einen direkten Zusammenhang zwischen einem Auftritt auf YouTube, der auch gut funktioniert, und einer Fernsehquote gibt, ich glaube nicht dran. Das mag in Einzelfällen mal sein, aber einen direkten Zusammenhang gibt es meiner Meinung nach nicht. Wo es, glaube ich, tatsächlich ganz gut funktioniert, ist der Flow von YouTube in die ZDF-Mediathek, weil wir auch bei kürzeren Stücken, bei Webvideos, die wir einstellen, natürlich verlinken auf eine komplette Sendung, auf eine thematisch verwandte Sendung. Da gehen dann auch Leute rüber. Aber das ist von vornherein gegeben wäre, eher nicht. Es gibt manche Themen, die auch im Fernsehen gut funktionieren, die dann sehr netzaffin sind. Wir hatten kürzlich auch einen sehr schönen Zweiteiler moderiert von Harald Lesch, die rätselhaften, die ungelösten Fälle der Archäologie. Das hat im Fernsehen super funktioniert und war ein ganz, ganz tolles Netzthema. Das ist dann aber eher ein Zufall des thematischen Passens für beide Medien. Ja, man muss ja auch sehen, dass die YouTube-Videos permanent geklickt werden und die Fernsehsendung dann vielleicht schon 3 Monate her ist. Und deswegen ist es auch wichtig, Online-Only-Inhalte zu produzieren, Inhalte, die losgelöst sind vom Fernsehen. Auch was die Marke Terra X angeht, ist es so, dass, denke ich mal, viele Leute Terra X zwar kennen und diese Marke, aber von YouTube und gar nicht mehr unbedingt aus dem Fernsehen. Und das ist auch das Spannende und aus meiner Sicht auch das Wichtige, dass eben Terra X auch dort präsent ist und Inhalte bietet. Man darf eines nicht unterschätzen. Es gibt eine Dimension der YouTube-Nutzung, das ist Schulen. Also dadurch, dass diese Videos eben nicht so lang sind, also dass sie 45 Minuten gleich eine ganze Stunde wegputzen, sondern eben in bestimmten nur 8 oder 10 Minuten lang sind, können die im Unterricht eingesetzt werden und dann wenn das Interesse tatsächlich durch so ein Video dann geweckt wird, dann passiert es tatsächlich, und das merke ich sehr deutlich, dass es eine unglaubliche Menge von sehr jungen Zuschauerinnen und Zuschauern gibt, die vor allen Dingen sich dann fragen, was ist ZDF? Ich habe dein Video gesehen, super, ja, super, aber was ist denn das eigentlich? Und das heißt, da findet schon was statt. Ich bin ganz sicher, dass da was stattfindet. Und über diese Dimension, je nachdem natürlich auch, wie es im Unterricht eingesetzt wird, aber offenbar hat es eine ziemlich positive Resonanz. Und zwar bei denjenigen, die unterrichten, wie bei denen, die unterrichtet werden. Aber können Sie denn mal Zahlen nennen, Vergleich Quote Sonntagabend zu Klicks? Auch wenn es nicht wirklich vergleichbar ist, wenn die Sendezeit länger ist. Ja, die Zuschauerzahlen sind ja relativ bekannt. Also eine durchschnittliche Terra X-Sendung hat bei der einmaligen Ausstrahlung am Sonntagabend etwa 4 Millionen Zuschauer. Und ein Spitzenvideo, wie Herr Lesch sie uns netterweise liefert, erreicht im Moment etwa 1 Million Klicks. Das sind aber Rechnungen, die jetzt natürlich punktuell sind. Wir kaufen Lizenzen in der Regel für 10 Jahre. Das heißt, die allermeisten Inhalte dürfen wir auch 10 Jahre im Netz stehen lassen und dementsprechend kumulieren sie dann auch ihre Views. Wir machen die nächste Frage da hinten weiter und dann gehen wir hier in die Mitte und dann zu Ihnen ganz nach rechts. Ist das Mikro da? Ist noch ein Satz. Den jungen Zuschauern ist Fernsehen eigentlich auch egal. Wenn ich an Schulen bin und ein bisschen von Harald erzähle, dann sagen die, ah, das ist der YouTuber, den kenne ich. Die ist überhaupt nicht bekannt, dass er auch eine Fernsehsendung moderiert und abgesehen davon auch noch eine Professur hat. Wenn ich das denen erkläre, sagen die, ach so, deswegen weiß der so viel. Also das ist sehr interessant, dass die jungen Zuschauer oft das Fernsehen überhaupt nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Schirm haben. Wenn ich gewusst hätte, dass du Prof bist, hätte ich dich gar nicht angeguckt. Ne? So, jetzt die Frage dahin. Hi. Ja, das hätte mich jetzt interessiert.
hier hinten. Wie ist denn eure Zielgruppe? Also sind das hauptsächlich Teenager im Schüleralter oder sind das dann eher Studierende? Oder also auf wen zielt ihr ab und wer schaut das dann? Also sind das wirklich Schüler? So wählerisch sind wir da jetzt nicht. Es geht um die jüngeren Zuschauer und dieses Ziel ist ja, wenn man von Fernsehpublikum spricht, relativ schnell erreicht. Wir sind sehr froh, dass wir ein Durchschnittsalter ungefähr um 29 haben wir jetzt, glaube ich, auf beiden Kanälen. Das ist im Vergleich zum Fernsehpublikum eine ganz deutliche Verjüngung und das ist für uns schon mal ein großer Erfolg. Also wo wir aber ein Problem haben, es sind fast nur Männer. Genau. Wenn jemand hier eine zündende Idee hätte, wie wir auch das weibliche Publikum mit Wissensvideos erreichen, wir sind für Anregungen immer dankbar. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass sobald man Klischees bedient, man tatsächlich mehr weibliche Zuschauer hat. Das erfolgreichste Video ist, glaube ich, ein Video über Schwangerschaft bei Natur und Geschichte. Da sind 70% Frauen, ansonsten haben wir einen Schnitt von 15%. Pferde, genau, Sissy auch erfolgreich. Ja, es tut mir leid. Ist tatsächlich so, das sind die drei erfolgreichsten. Bei Harald ist der Frauenanteil bei 7%. Aber... Tja, was soll ich machen? Aber wenn du über vegane Ernährung sprichst, dann ist er auf einmal bei 15%, doppelt so hoch. Also, komisch, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keine Zielgruppe. Ich mache das und ich mache es so gut wie, oder wir machen das, Stefan und ich, wir machen das so gut wie es geht und hoffen, dass wir möglichst viele erwischen. Und In der Philosophie würde ich immer sagen, meine Verantwortung liegt in dem Signal, was ich senden will und in der Art, wie ich es ausbreite. So, wie es sich dann ausbreiten soll. Aber meine Verantwortung hört bei dem Schädelknochen des Gegenübers auf. Also wie das dann da innen drin verarbeitet wird, dafür kann ich ja nichts mehr. Insofern kann ich mir da natürlich eine Gruppe von Leuten, könnte ich mir grundsätzlich aussuchen, aber ich freue mich über alle, die das angucken. Also insofern wüsste ich auch gar nicht, wie man das genau machen sollte, um also wenn man in dem Moment, wo man Zielgruppen bedient, macht man Filterblasen auf. Ja, dann gucken sich nämlich nur noch die Leute das an, was sie ohnehin schon gewusst haben. Also sie werden in dem, was sie sich vorgestellt haben, noch bestätigt. Und ich freue mich über alle diejenigen, die so nicht so genau wissen, die auch kritisch mit Wissenschaft umgehen und mit Philosophie oder und die sich aber auch mal ein gutes Argument anhören, so wie sie ein gutes Glas Wein trinken und sagen, vielleicht könnte ich mich doch eines, ja, wer weiß, also zum Nachdenken bringen. Das wäre mir, das ist meine Zielgruppe, Menschen zum Nachdenken zu bringen, egal welche. Menschen zum Nachdenken zu bringen und vielleicht noch ein paar mehr Frauen, also wer eine Idee hat, drei sind hinterher noch da. War nicht so gemeint, wie es sich angehört hat. Da hinten die nächste Frage. Hat sich so angehört, war aber nicht so gemeint. Also ich hätte eine Frage und zwar gibt es auch Überlegungen, dass ihr das Ganze ein bisschen internationaler gestaltet, also vielleicht Dinge mehr auf Englisch produzieren oder so. Ich meine, klar, es ist das ZDF steckt dahinter und so weiter, deswegen ist ja auch irgendwie deutsches Fernsehen oder sowas. Aber Jan Böhmermann hat mit Be Deutsch ganz klar zum Beispiel auch eine internationale Zielgruppe erfasst. Und wenn man das Parteiprogramm der AfD zum Beispiel analysiert, ist das was sehr Interessantes, vielleicht auch bei anderen Wahlen in Europa oder so. Und die Situation hatten wir ja auch. Och, wir müssen uns da gar nicht so ins Zeug legen, den Gefallen tun uns die User mittlerweile, genau, dass die Videos in viele Sprachen, auch welche, die für uns überraschend sind, übersetzt werden. Manche Dinge haben wir auch von vornherein mit dem englischen Untertitel produziert. Wir hatten jetzt viele Videos zum Thema Raumfahrt mit Alexander Gerst, wo völlig klar ist, das ist ein internationales Thema. Da haben wir englische Untertitel angeboten. Und ansonsten machen das freundlicherweise die User für uns. Das ist das Tolle. Für uns ist es nur schwierig, die Untertitel dann zu überprüfen. Neulich hatten wir japanische Untertitel. Da müssen wir erstmal drüber grübeln, ob das stimmt, was da so steht. Zum Glück kannten wir jemanden, der Japanisch spricht. Aber das ist toll. Und das ist das Tolle an YouTube, dass man eben auch mit dem Wissen dieser Schwarmintelligenz arbeiten kann und das für sich nutzen kann. Die Leute machen das sehr gerne. Die setzen sich gern ein paar Stunden hin und übersetzen die Sachen. Noch kurz nachgesagt dazu, was ich damit meinte, gerade mit Be Deutsch zum Beispiel, ist es von vornherein auf Englisch produziert worden mit dem Ziel, englisches Publikum oder englischsprachiges Publikum zu bekommen. Das, was ihr jetzt gesagt habt, ist ja mehr so ein, wir produzieren es nicht direkt dafür, aber es passiert. Also deswegen gibt es auch die Idee, das direkt zu machen oder eher nicht? Noch nicht. Okay. Wir sind erstmal froh oder ganz stolz, dass wir die Sachen so an den Start gebracht haben. So hochfliegende Pläne hatten wir bisher noch nicht. Dann aus logistischen Gründen, Sie sind gleich dran, machen wir noch eine Frage von da und dann gehen wir direkt nach ganz rechts rüber. Nee, ich glaube, hier, wir sind gemeint. Genau. Moin, Tim vom Kika. Ich habe die Frage, wie habt ihr die alte klassische TV-Redaktion
umorganisiert. Und was war dabei leicht und was schwer? Also alt ist die Redaktion natürlich überhaupt nicht. Nein, aber Sie haben natürlich insofern recht, es sind TV-Redakteure, die teilweise seit vielen Jahren Fernsehsendungen machen. Es war tatsächlich eine Scheu, wie muss ich ein YouTube-Video machen? Wie soll das gehen? Ich bin Fernsehen gewohnt. Wir haben im Machen festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so viel anders ist. Wenn man eine gute Geschichte erzählt, kann man sie in länger oder in kürzer erzählen. Und so gravierend finden wir den Unterschied gar nicht. Klar machen wir den Einstieg ein bisschen schneller. Wir stellen früher eine Frage, machen die Schnittfolge in der ersten Minute schneller. Aber so Welten dazwischen sind es eigentlich gar nicht. Es ging eher darum, ein bisschen die Scheu vor dem Medium abzubauen. Und das ist uns aber auch, glaube ich, mittlerweile ganz gut gelungen. Und da muss ich auch mal eine Lanze brechen fürs ZDF. Dieses Prinzip Trial and Error ist ja bei YouTube wirklich eins, was man immer wieder anwenden sollte. Und da hat die Redaktion wirklich großen Mut bewiesen. Und ich kenne das von anderen Redaktionen so, dass es auch mal anders laufen kann. Und haben gesagt, ach komm, wir machen das jetzt mal und probieren mal und schauen, was funktioniert und was nicht. Und wenn mal was nicht so gut läuft, dann läuft das nächste halt umso besser. Und das finde ich einfach toll und das macht auch echt Spaß. Und das hat übrigens überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Also egal, ob jetzt ein Redakteur 60 ist oder gerade aus dem Volontariat kommt, da haben alle großes Interesse und brennen dafür und das macht Spaß. Also Stefan und ich arbeiten nach dem Motto, wir irren uns empor. Ja, von Irrtum zu Irrtum. Wir versuchen einfach wieder, wie sich das für empirische Wissenschaftler gehört, wir arbeiten uns von einem Irrtum zum nächsten und versuchen es besser zu machen. Aber das war auch gar nicht so wichtig, also das war auch gar nicht so ein Problem. Also wir haben einfach angefangen und das war's. Ja. Gut, nächste Frage da hinten, ganz rechts. Matthias Bock. Ich höre mir das jetzt an und stelle mir die Frage, ob man nicht einfach unterschätzt, wie stark sich das Medium Internet von dem Medium herkömmlichem TV unterscheidet. Weil wenn Sie sagen, es wird YouTube geguckt, weil auf YouTube Kommentarmöglichkeiten vorhanden sind im Vergleich zur Mediathek, frage ich mich, warum? Warum erreiche ich über YouTube mehr Leute als über die Mediathek, ja, oder das Fernsehen, das herkömmliche Fernsehen, weil der Lead-In irgendwie von Le Floyd kommt, weil der auf der Startseite neben dem Video angezeigt wird und im ZDF dann irgendwie Traumschiff vorher oder nachher läuft. Wenn Sie sagen, eine 90- oder 60-minütige Sendung zieht nicht, weil ich die im Schulunterricht nicht zeigen kann, 5-Minuten-Videos ziehen halt mehr, dann muss man sich doch tatsächlich mal fragen, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wenn er diesen... Stopp. Ich habe nicht gesagt, dass er nicht zieht, sondern dass es nicht möglich ist, 45 Minuten in der Schule zu zeigen, ohne dass damit die gesamte Zeit für eine Schulstunde weg ist. Sie können so ein Video einbauen in den Unterricht, das können Sie mit einer 45-minütigen oder einem 90-minütigen Film nicht tun, weil dann der Unterricht schlicht zu Ende ist. Ich habe nicht gesagt, dass er nicht zieht. Ich habe nur gesagt, die Einsatzmöglichkeiten von kurzen Videos sind völlig anders als die Einsatzmöglichkeiten in der Schule für lange Sendungen. Also sagen Sie nicht, das zieht nicht, das habe ich nicht gesagt. Ja? Ich korrigiere das. So war das gar nicht gemeint, sondern eher positiv, dass diese kurzen Videos hier offensichtlich gut ankommen. Dann frage ich mich, warum man nicht generell auch Programmstrukturen danach ausrichtet. Mhm. Sie meinen die TV-Programmstruktur? Da geht ein Großteil des Budgets hin und wenn man sich das dann anguckt, dann muss man sich fragen, wie viel Euro ich pro View oder pro Zuschauer oder wie auch immer Sie das nennen wollen in Ihrer Regelung denn einsetze. Und wenn ich sehe, dass es im Internet funktioniert und dass es so gewollt ist, dann frage ich mich, warum dahin geht oder in diese Richtung nicht mehr Geld von dem vorhandenen Budget umgeschichtet wird. Da würden wir, glaube ich, unsere Kompetenzen überschreiten. Die Frage hätten Sie vielleicht eher besser gestern dem Intendanten Herrn Bellut gestellt. Da würde ich mich jetzt ungern zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber tatsächlich ist es so, wir bekommen für diese Tätigkeit ja durchaus Gelder zur Verfügung gestellt. Und das sind deutlich mehr, als es noch vor einigen Jahren war. Das ist natürlich auch ein Prozess, der sich entwickeln muss, wo alle dazulernen müssen. Und es, nach unserer Sicht entwickelt es sich eigentlich deutlich schneller, als wir erhofft hatten. Und damit sind wir schon mal ganz zufrieden. Ja, und ich glaube, da gibt es ein großes Wort als Antwort, nämlich Rundfunkstaatsvertrag. Und der setzt ganz, ganz enge Grenzen, was man darf im Netz als öffentlich-rechtlicher Sender und was nicht. Und diese Online-Only-Inhalte sind ja schon so ein schmaler Grat. Und also ich sehe es genauso. Man muss dorthin gehen, wo die Leute sind. Und wenn man junge Menschen erreichen will, dann muss man halt das Internet nutzen und sollte dafür auch die Budgettöpfe öffnen. Aber das passiert gerade. Und da ist das ZDF, sage ich nicht, weil ich hier mit ZDF-Leuten sitze, sondern weil es so ist, wirklich weit vorne. Und das macht Spaß und zu sehen, dass sich da was tut. Gut, wir haben hier
vorne, genau, eine Frage und dann gehen wir wieder nach dahin. Hallo zusammen. In dieser hochamerikanisierten Medienlandschaft die Frage, haben Sie Ihre Mitbewerber aus Amerika auf dem Schirm und nehmen Sie da Impulse auch auf? Also in meinem YouTube-Portfolio sozusagen stecken einige dieser Kanäle und vielleicht noch als Anmerkung zu dieser Frauenquote, da sind auch einige Frauen-YouTuber dabei. Ich kenne jetzt nicht die Zuschauerzahlen von Mai, die neue Kollegin von Ihnen. Aber vielleicht wäre das ja wirklich weitere Frauen als Moderatoren. An welche amerikanischen Formate denkst du? PBS. Also ja. Größte Mitbewerber ist vielleicht PBS Space Time. Ja. Okay. Ja, die kennen wir natürlich auch. Da lassen wir uns natürlich auch inspirieren. Es gibt großartige angloamerikanische Kanäle, Veritasium oder anderes. Das sind ganz tolle Sachen. Wir schauen, was wir in diesem Bereich machen können. Die sind uns da aber auch ein ganzes Stück voraus. Was die Frauensache angeht, Mai hat tatsächlich die weibliche Zuschauerschaft nicht erhöht. Im Gegenteil, also die Gleichung geht nicht auf. Frau plus YouTube plus Wissenschaft ist gleich Mai im Raum vielleicht. Die ist nicht da, glaube ich. Es ist tatsächlich so, der Frauenanteil bei Mais Videos ist noch geringer als bei Haralds Videos. Sie liegt so bei 5% ungefähr. Also leider, da geht die Gleichung nicht auf, aber es ist trotzdem ein gutes und wichtiges Signal. Physics Girl zum Beispiel gibt es ja eine Wissenschaftlerin, die bei YouTube unterwegs ist und tolle Sachen macht und Mai macht das in Deutschland auch noch auf anderen Kanälen. Davon kann es nicht genug geben, also ich finde, da soll es noch viel mehr geben. Dann hier vorne rechts die nächste Frage. Ja, Henning Krause, ich vermute mal, dass ihr mit euren Videos auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern konkurriert mit anderen Videos von Wissens-YouTubern, so wie Mirkos eigentlicher Kanal von Mr. Wissen2Go. Und die Dinge, die ich da so wahrnehme von ja, YouTubern, die nicht so einen ZDF-Background haben, sind doch nicht ganz so hochwertig produziert und aufwendig produziert wie eure Inhalte, die ihr heute gezeigt habt. Und da stelle ich mir auch so ein bisschen die Frage nach den Produktionskosten. Und wollte das gerne auch mal fragen, ob es sozusagen man konkret sagen kann, wenn man alles zusammennimmt bei euch, beim ZDF, bei Mirkos Firma, wie hoch ist da, sind da so die Produktionskosten pro Minute oder wie auch immer ihr das rechnet? Und wenn man das dann wiederum gegen die Views rechnet, wie was ist so ein 1000er Kontaktpreis in Produktionssinne auf YouTube und das vielleicht auch im Vergleich zum Fernsehen, würde mich mal interessieren. Die Preise sind gar nicht so furchtbar unterschiedlich. Also eine hochwertige für YouTube produzierte Minute kostet unwesentlich weniger als eine solche fürs Fernsehen. Das heißt aber nicht, dass wir das jetzt als Budget on top ins Netz verlagern können, sondern die allermeisten unserer Bilder, die ich euch jetzt eben auch im Einspieler gezeigt habe, sind ja im besten Sinne des Wortes eine Zweitverwertung. Das sind Bilder aus den großen Dokus, die mal finanziert wurden, die wir da rausnehmen, neue Kontexte stellen mit einer anderen Fragestellung. Das macht es für uns finanzierbar, sonst könnten wir uns das auch nicht leisten. Und die Frage Klicks per Minute, per View, das ist an dich. Ja. Schwer zu beantworten, aber das, was bei uns viel Geld kostet, ist natürlich der inhaltliche, der redaktionelle Teil. Ich bekomme auch bei anderen Projekten immer wieder zu hören, ja, aber guck mal, Bibi dreht doch auch alles selbst mit ihrer Kamera für 95 Euro. Ja, mag ja sein, aber Bibi ist halt inhaltlich woanders unterwegs als wir und ich glaube, es ist auch wichtig, guten Journalismus, guten Wissenschaftsjournalismus zu bezahlen und das kostet dann Geld und natürlich soll es auch vernünftig aussehen, aber da jetzt so einen 1000er Kontaktpreis festzulegen, ist ganz, ganz schwierig und ehrlich gesagt würde ich mich gerade bei den Inhalten nicht so an der Quote festmachen. Ich finde, es gibt Themen, die sind so wichtig, da sind die Klicks egal, auch auf meinem Kanal. Ich habe jetzt ein Video gemacht über einen Nahostkonflikt, war mir klar, das wird nicht so gut geklickt wie ein Video, in dem ich über das Bildungssystem meckere, aber ich finde das wichtig, gerade vor dem Hintergrund der Antisemitismusdebatte. Und aber was Bildung System zu meckern ist auch wichtig. Ist auch wichtig, ja. Aber der Blick auf die Quote, den finde ich gerade bei Wissensinhalten gar nicht unbedingt immer so relevant und wichtig. So, dann gehen wir nach da hinten. Genau, der Arm ist oben. Ja, meine Frage zielt noch mal ein bisschen Richtung Altersstruktur des Publikums bei YouTube. Also es ist klar, dass zwischen, keine Ahnung, 18 und Ende 30 man so ein Durchschnittsalter dann von 29 hat und die Leute erreicht, die sich eh in diesem Medium rumtreiben und dort eben so ein bisschen ihr Zuhause haben. Aber habt ihr festgestellt oder haben Sie festgestellt, dass es auch, dass Leute erreicht werden, jetzt in der Generation meiner Eltern, also Ende 50, Anfang, Mitte 60, die mittlerweile ja schon eine Affinität auch zum Internet haben, die als Publikum eben über diese Channel die Berührungsangst mit YouTube an sich verlieren? Also gibt es da irgendwie
bemerkbare Effekte. Ich hole nicht das Handy raus, weil ich unhöflich bin, sondern weil ich direkt in die Statistiken gucke, damit wir das ganz aktuell sagen können. Wir haben einen tatsächlich immer weiter steigenden Anteil der älteren Zuschauer. Also mit älter meine ich jetzt alles jenseits der 34. Soll nicht despektierlich sein. Ist bei YouTube, ist das schon quasi das Rentenalter. Wir haben aktuell bei Lesch & Co. 15,6% Zuschauer, die 35 bis 44 sind. 9,7% 45 bis 54 Jahre. Also fast 10% der Zuschauer sind 45 bis 54 Jahren und fast 20% insgesamt sind älter als 45. Und das ist für YouTube sehr, sehr ungewöhnlich. Wir haben es gemerkt bei dem Video über den Dieselskandal. Da hatten wir ein Drittel der Zuschauer, die älter als 50 waren. Und das habe ich noch nie bei irgendeinem Kanal so gesehen. Und das ist interessant und das zeigt auch, dass da eine gewisse Konvergenz ist, auch in älteren Bevölkerungsstrukturen, die jetzt auch immer mehr bei YouTube unterwegs sind. Meine Mutter hat auch Lesch & Co. abonniert. Und es gibt noch einen Faktor, den wir statistisch nicht weit nachverfolgen können, dass viele Videos, vor allem auch die mit Harald Lesch, auch ganz woanders embedded werden. Also wo dann natürlich wieder ein ganz anderes Publikum ist. Da haben wir, glaube ich, keine wirklich validen Zahlen, aber da wird natürlich auch nochmal ein ganz anderes Publikum, vermutlich auch ein älteres, erreicht. Ja. Dann gehen wir jetzt hier nach links außen. Christoph Breit mit der Frage, wie ist es, wenn der YouTube-Star zurück an die Uni kommt, zu seinen Professorenkollegen? Wie ist da das Echo der Wissenschaftlerkollegen nach dem Motto, du hast jetzt die Wissenschaft verraten oder so? Und andersrum gefragt, ich fände es total schön, wenn mehr von Ihren Kollegen und Kolleginnen, die wahnsinnig viel wissen und das vielleicht auch nicht so toll wie Sie, aber vielleicht auch gut verkaufen können, in solche Formate gehen würden, weil mein Problem ist, dass wir ganz viel Unwissen in der Bevölkerung haben und ich kämpfe in meinem Job die ganze Zeit mit Menschen, die irgendwas behaupten. Bei uns im religiösen Bereich ist es anderes, übrigens Kompliment, Ihre Gottesbeweisgeschichte war echt wunderschön, haben wir sehr gut ziehen können. Also an solchen Punkt würde ich mir mehr wünschen, Wissenschaft in diese Medien, weil es ist so ein Turm, in den keiner reinguckt und den gibt es ja auch nicht und die erzählen nur irgendeinen Blödsinn, die Wissenschaftler. Also, wie soll ich das jetzt beantworten? Erstmal der zweite Punkt, da haben Sie völlig recht, es wäre mir sehr, sehr recht, ich wäre überfroh, um es mit Thomas Mann zu sagen, wenn viel mehr Kolleginnen und Kollegen aus den, von den verschiedenen Hochschulen und Universitäten in Deutschland sich viel mehr einmischen würden, würde ich das mal ganz allgemein nennen. Ganz grundsätzlich einmischen, so wie das in Frankreich üblich ist, dass diejenigen, die studiert haben und die dann über Sachkompetenz auch verfügen, sich in die Meinungen, so, also in die Diskussionen so einmischen, dass es eben nicht nur immer dieselben Figuren sind, die dazu was zu sagen haben oder abends, sondern ab 23 Uhr in irgendwelchen Talkshows was von sich geben, sondern wirklich, dass dann ständiger Input ist von dieser Seite, sodass alle Bürgerinnen und Bürger merken, das sind keine geschlossenen Anstalten, diese Universitäten, und zwar sowohl im psychiatrischen wie im nicht-psychiatrischen Sinne, sondern das sind Einrichtungen, für die geben wir unglaublich viel Geld aus und wir können es auch erwarten, dass die sich einmischen, weil warum erlauben wir ihnen denn diese Freiheiten, damit sie für uns in Bereichen des Planeten Erkenntnis herum machen, in die wir nicht reinkommen. Und schon alleine deshalb müsste man viel, viel mehr erwarten. Aber nun, die Sachzwänge oder die Zeitzwänge an den Universitäten sind natürlich auch tatsächlich so, dass man sich ja für diese Art von Öffentlichkeitsarbeit entscheiden muss. Also wenn man da der Tag nur 24 Stunden hat und die Woche eben nur 7 Tage, muss man dann irgendwelche Abstriche, muss man natürlich machen. Und natürlich ist es so, dass ich mich ganz aktiv dafür entschieden habe, eben vor allen Dingen diese Öffentlichkeitsarbeit zu machen und weniger in der Forschung tätig zu sein. Das ist aber für meine Kollegen, zumindest von der Physikfakultät der LMU, überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, also bei allen möglichen Fragen, die heutzutage im Zusammenhang mit Exzellenzinitiativen, Elite-Universitäten etc. gestellt werden, ist das sogenannte Public Outreach, also Öffentlichkeitsarbeit, ist ein ganz wichtiges Thema geworden. Wie kriegen wir das, was wir da an Erkenntnissen gewinnen, wie kriegen wir das in die Öffentlichkeit? Heute Morgen hat ein Kollege angerufen von der Fakultät für Geschichte und sagte, Harry, wir machen da so einen Riesenhammer, wir haben 70, 80 Projekte da drin, wir brauchen sowas wie ein Advisory Board, ein Beratungsgremium, wenn es um den Public Outreach geht, machst du da mit? Ja klar, bin ich da dabei, klar. Das heißt also, meine Funktion wird
sowohl an den deutschen Universitäten insgesamt, aber selbst in meiner eigenen, wenn es so heißt, zu Hause gilt der Prophet am wenigsten und so weiter. Also ich habe überhaupt keinen, im Gegenteil, ich kriege also von allen Seiten eigentlich nur Schulterklopfen und mach weiter so. Und ich flehe meine Kolleginnen und Kollegen an, macht doch mit, ja, bitte, das wird zu viel, das ist einfach zu viel, es könnten viel, viel mehr von euch dabei sein. Also insofern ist es nicht mehr so, dass man heutzutage so befürchten muss, dass unter den Kollegen dann irgendwie das Nasenrümpfen beginnt. Ach, das ist doch der, der da immer wieder im Fernsehen auftaucht. Zumal der typische Arte-Zuschauer, wie wir alle wissen, gar keinen Fernsehapparat hat. Also insofern kann ich nur sagen, kann ich alle nur ermuntern, falls Sie jemanden kennen, der in der Wissenschaft ist, macht, geht rein, geht in alle möglichen öffentlichen Räume rein. Ob das am Ende nachher direkt in einem YouTube-Kanal landet oder in irgendwas anderem, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber die Beteiligung von Debatten, die wäre wichtig von der wissenschaftlichen Seite her. Und wir sind hier ja zum Beispiel bei dieser Veranstaltung in einer Ecke, wo ich mich sehr darüber wundere. Sie sind ja alle irgendwie mit Algorithmen beschäftigt. Sie haben alle, auch als Endverbraucher, wenn Sie gar keine Ahnung von Algorithmen haben, aber haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, was es eigentlich bedeutet, wenn wir zunehmend Algorithmen die Entscheidung überlassen für irgendwelche Lösungen, Problemlösungen, die uns aber gar nicht mehr erklären können, wie sie es gemacht haben? Das ist das Ende der Aufklärung. Aufklärung war immer, wenn du eine Meinung hast, dann musst du sie begründen. Du musst in der Lage sein, Gründe zu nennen für dieses Urteil, was du gerade gefällt hast. Algorithmen tun das nicht. Und da zum Beispiel bei so einer Riesendiskussion, wenn also die hier nicht weit weg wohnende deutsche Bundesregierung der Meinung ist, uns mit so einer Art von Digitalisierungsterrorismus zu überfallen, dass wir alles digitalisieren, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, nur weil die Leute gar nicht wissen, wovon die Rede ist, dann sollten wir dem entgegenhalten, dass wir so auf keinen Fall eine solche Welle haben wollen, sondern dass wir nach wie vor die Kontrolle über diese Algorithmen behalten dürfen. In dem Moment, wo wir nicht mehr die Köche sind, sondern nur noch die Kellner, ja, dann haben wir verloren. Also das wäre zum Beispiel so eine Debatte, wo unglaublich viel Power aus den Wissenschaften kommen muss, um uns zu warnen, dass wir das nicht alles diesen Technokraten überlassen, die meinen, nur weil die Geräte immer kleiner, immer schneller, immer besser werden, können wir die Algorithmen auch immer schneller und besser machen. Und am Ende stehen wir da und kriegen, was hat Deep Thought gesagt? 42. Und wir haben keine Ahnung, was die Antwort bedeutet. Ja? Und dafür braucht man wirklich Leute mit Know-how. Und dafür könnten wir viel, viel mehr gebrauchen. Aber ich kann auch kürzer antworten. Das ist nichts. Und um das noch zu ergänzen, ein wirklich wichtiger Aspekt dabei ist auch bei dieser Wissenschaftskommunikation Leute anzustecken. Du hast auch gerade gesagt, man braucht mehr Leute mit Know-how. Und wir bekommen jede Woche zig Anfragen von Leuten, die fragen, wie kann man Physik studieren? Ich will auch sowas machen wie Harald. Und damit haben wir eigentlich schon das wichtigste Ziel des Kanals erreicht, nämlich die Leute zu begeistern für diese Themen. Und wir versuchen, denen dann auch zu helfen. Und bestimmt haben sehr viele Leute wegen dir auch angefangen, sowas zu studieren. Das ist ja der Geheimauftrag. Ich habe überhaupt nur angefangen beim ZDF, weil die Deutsche Physikalische Gesellschaft mir gesagt hat, wir brauchen mehr Physikstudenten. Ja, Ziel erreicht, ja. Super, da hinten ist die nächste Frage. Ich würde gerne nochmal den Tim vom KiKA anschließen. Was wir gelernt haben, ihr habt im Team diese Umstellung ganz gut gemeistert, aber wie meistert ihr euren Alltag? Weil im Endeffekt seid ihr eine Redaktion und ich stelle mir vor, ihr müsst mindestens zwei verschiedene Welten irgendwie kombinieren. Hashtag Ressourcen, Philosophie. Ich glaube einfach, ihr habt verschiedene Währungen, die einfach zusammen kombiniert werden müssen. Ja, das ist tatsächlich so, weil für das, was dazugekommen ist, ist uns ja nichts weggenommen worden. Wir haben ja genauso viel Fernsehsendungen nach wie vor zu bestücken, genauso viel Sendeminuten. Wir haben mal errechnet, dass wir unseren Output an Sendeminuten über die verschiedenen Medien in den letzten 2 Jahren einfach verdoppelt haben. Aufgrund allgemeiner Faktoren ist es nicht so, dass das ZDF beliebig Menschen einstellen kann und die damit beschäftigen kann. Das ist für uns tatsächlich ein Zusatzgeschäft, was wir meistern müssen und zeitweise auch eine enorme Mehrbelastung, aber auch eben eine, die Spaß macht. Und wir haben es ganz gerne auf uns genommen. Ich meine noch mehr diese Frage, da gibt es dann Kollegen, die wahrscheinlich auf der einen Seite klassisches Fernsehen machen, da gelten andere Spielregeln als fürs Digitale. Das gerade auch als Chefin. Ich stelle mir vor, also ganz privat, ich habe 2 Kinder, für die Große gibt es andere Spielregeln als für die Kleine. Und wie kriegt man das irgendwie in einer Redaktion lebhaft gelebt? So unterschiedlich sind die nicht. Also es gibt die Kollegen, die die klassische Fernsehsendung betreuen, die aber auch gleichzeitig YouTube-Videos entweder selber machen
oder auch betreuen. Also für mich erscheint das gar nicht als so zwei getrennte Welten. Es ist auch tatsächlich, wie Mirko sagte, keine Frage des Alters, sondern eine Frage, ob man sich der Sache annimmt. Wir haben aber natürlich auch Online-Kollegen, also die speziell dafür geschult sind und sich auch mit den Techniken und dem Medium selbst was besser auskennen. Die sind dann beratend tätig für die alteingesessenen Fernsehredakteure. Aber ich empfinde es mittlerweile nicht mehr als zwei getrennte Welten. Und das war eben auch das Ziel, dass alle sich dahin entwickeln müssen und das auch ganz gern tun. Herr Lesch, haben Sie neben Algorithmen eigentlich noch andere Aufregerthemen, die Sie gerne mal auf dem YouTube-Kanal arbeiten wollen würden? Also momentan ist das etwas, was mich am meisten durchdringt, vor allen Dingen, weil ich merke, dass wenn ich einen Vortrag halte über Digitalisierung, also vom Homo sapiens zum Homo digitalis, dass dieser Verlust an Erkenntnisfähigkeit bzw. Erkenntnisbegründung selbst bei denen nicht vorhanden ist, die tagtäglich sich mit der Frage auseinandersetzen, wie man die Dinge einsetzen kann, weil die überhaupt nicht darüber nachdenken, dass Algorithmen ihre Entscheidungen nicht begründen können. Und damit geht ja wirklich, also so eine Institution wie die Universität wird dadurch massiv gefährdet, weil damit hat man Problemlösungen, die man nicht mehr kommunizieren kann und dann kann ich sie auch nicht mehr unterrichten. Das heißt, ich kann nur noch die Problemlösung vom Algorithmus so nehmen, wie sie ist und das war's. Aber das ist nur ein Thema. Das andere Thema ist natürlich tatsächlich, wenn es darum geht, wie gehen wir in Europa, wie gehen wir auf der Welt mit sowas um wie Ressourcenverbrauch, Energiewende und Klimawandel. Also das sind Themen, die mich pausenlos umtreiben. Und wenn ich gestern lese in der Zeitung, dass Deutschland den Erschöpfungstag erreicht hat, von nun an leben wir für den Rest des Jahres auf Kredit. Das heißt, wir klauen anderen Ländern die Ressourcen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass wir tatsächlich in dieser ganzen technologischen Entwicklung, die wir vor uns haben oder die jetzt auch pausenlos angetrieben wird in allen möglichen Varianten, wenn wir da einfach so weitermachen, dann sehe ich da keinen Weg in eine Richtung, wo man sagen würde, hey, das sieht ja gut aus. Also Fragen, die wirklich auf der langen Zeitlinie liegen, die treiben mich am meisten um. Und dann sagt Stefan immer, komm, nicht schon wieder Klima, das können wir nicht machen und so weiter. Aber manchmal muss es eben raus, vor allen Dingen, wenn dann so Dinge passieren, die richtig dramatisch sind. Also man muss dann auch gucken, dass man wieder mal was Positives findet, einfach um zu sagen, komm, es ist nicht alles schlecht in diesem Universum, ist es ja auch nicht. Aber das sind schon die Themen, die mich am meisten umtreiben. Was schlicht daran liegt, weil ich die Hälfte meines Lehrdeputats in Philosophie habe und da unterrichte ich eben Technikethik und Umweltethik. Und dann geht es immer um so Handlungsoptionen und um nichts anderes. Ja? Was soll ich tun? Ja. Nächste Frage hier vorne. Genau. Danke für den Rant, insbesondere diese Algorithmenfrage, die wurde ja hier auch verschiedentlich diskutiert. Jetzt stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, das Thema ist leider so komplex, dass es häufig in so Fachdiskussionen abschwenkt. Und wir sind ja in der Demokratie immer sehr, sehr gut da drin, so Stellvertreterdiskussionen und Pseudoprobleme nach vorne zu schieben, statt uns um die eigentlichen richtigen Probleme zu kümmern. Haben Sie da irgendein Rezept, wie man das zu einem öffentlichen Diskurs macht, der auch der Otto-Normalverbraucher irgendwie zugänglich ist und der dann letzten Endes auch zu einem fruchtbaren Ergebnis führen kann im Sinne von politischer Willensbildung? Also das Erste, was ich glaube, was wir dringend brauchen, ist eine landesweite Kampagne, Menschen in den politischen Meinungsbildungsprozess zu ziehen. Und zwar mit allem, was wir haben können. Die Leute sollen nicht protestieren am Tag der Wahl, da ist es Blödsinn. Da sollen sie dafür sorgen, dass sie stabile Regierung kriegen. Aber am Tag nach der Wahl können sie anfangen zu protestieren. Und zwar 4 Jahre lang, damit die Verhältnisse sich so ändern, dass sie eben so sind, wie sie sind. Also wir müssten deutlich mehr darüber wirklich öffentlich reden, mit welchen Methoden wir möglichst viele Menschen zum Beispiel in Gemeinderäte kriegen, in die Stadträte kriegen, in die Parteien wieder kriegen oder in die NGOs kriegen. Also mehr Engagement und Enthusiasmus. Und ich habe einen fürchterlichen Verdacht, wir sind ja unter uns, wir können ja mal drüber reden. Ich habe einen fürchterlichen Verdacht, das Internet führt aufgrund der Möglichkeit, dass man sich praktisch wirklich innerhalb einer Filterblase kann man sich noch seine eigene Filterblase bauen. Man kann sich nur mit Freunden umgeben, die einem genau exakt das wiederholen, was man sowieso schon immer gemeint hat. Dass das Internet zu einer Art von extremer Individualisierung von Meinung führt, die hochgefährlich ist für Gesellschaften, weil diese Individualisierung von Meinung, und zwar die totale, wenn man es mal so sagen will, die totale Individualisierung von Meinung,
ist extrem leicht zu durchdringen von kleinen Gruppen, die ein konvergentes Ziel, die ein Ziel besitzen. Also wenn Sie eine Gesellschaft haben, die so hochgradig individualisiert ist wie unsere und das noch verstärken durch ein Medium wie das Internet, dann haben kleine Gruppen, die ein klares Ziel haben, eine unglaubliche Durchschlagskraft. Weil bis die Gesellschaft sich dann organisiert hat, um dieser Zielgruppe oder dieser Gruppe mit dem klaren Ziel was entgegenzuhalten, ist möglicherweise, ich will jetzt nicht sagen, alles zu spät. Aber wir sollten nicht vergessen, dass das Wir in einer Gesellschaft extrem wichtig ist und dass das Wir mehr ist als nur die Summe von Ichs. Ja, sondern dass es da etwas geben muss, was uns zusammenhält, was uns in diesem Teil der Welt zusammenhält und auch als Europäer natürlich zusammenhält. Und ich glaube, da hätten wir viel zu tun, mit allen möglichen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen, Menschen davon zu überzeugen, sich in den öffentlichen Meinungsbildungsprozess einzumischen und nicht dann am Tag der Wahl irgendwo ein Kreuz da zu machen, wo keins hingehört. Ja, also insofern, das ist die einzige Möglichkeit, die wir auch als öffentlich-rechtliche Einrichtung ja haben, immer wieder zu versuchen, Leute dazu zu bringen, macht mit und lasst euch nicht von eurer eigenen Meinung alleine sozusagen überzeugen, sondern habt den Mut, euch auch mal euren Irrtum zuzugestehen. Das wäre so mein Plädoyer. Das war so ein schönes Plädoyer. Ich glaube, dem muss man gar nicht mehr viel hinzufügen. Wir haben auch leider gar nicht mehr die Zeit, noch viel hinzuzufügen. Und deshalb weise ich Sie noch darauf hin, dass es hier in 15 Minuten jetzt weitergeht mit der Session Personalities oder Formate, wie Medien im Digitalen ihre Stimme finden. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Friederike, bei Mirko und bei Herrn Professor Lesch. Vielen Dank. Danke. Gut.